Hallo, liebste Cass. Hi, hallo. Hi. Ah, Anke. Wo bist du gerade? Gemütlich bei mir. Es ist so heftig, es gibt ja nicht, ne? Das ist ja. Oh. Warum? Also Salvia ist wohl die tiefste Wahrheit aller Wahrheiten und wir befinden uns auf deren Rücken und das ist was, ich wusste vorher schon, jetzt passiert gleich der Reißverschluss und Ding und das Lustige war von einem halben Zug und dann war das von, dann wiederholt sich's und ach, die Realität, das ist ja gar nicht das, was wir wollten. Und ach du Scheiße, das war ja dann doch nicht und so. Ja, aber dann war das, ja, aber der Mond ist gerade weg, jetzt haben wir. Und es war klar, dass der Moment gerade hundertfach reißverschlussmäßig sich parallel realitätet, weil das durchziehen lässt. So, cool. Und dann so von den, die, die den Resterbon wegstellt, so von, das war jetzt, und dann so eine nächste von, und das hast du als Portal empfohlen. Von, warte mal, nee, so lieber Finger von lassen und dann, so, und da oben steht auch noch der Klartraum und dann, ja, lieber im Hyperraum wirken lassen und dann hat sich's aber schon entfaltet, warum und wie und, das, was muss ich gerade finden? Genau, das ist das replizierende, immer wiederholende. Und woher auch mein Stottern kommt. Und die Sophia und die Silvia. Und dann der Erinnerungsanker von, ah, es wird ja nicht Divinum und sie würden ja nicht, dass man das mal bei Ayahuasca auch schon mal so gegangen, dass ich das da voll eingefahren hat und dann so, oh, ach du Scheiße, das ist ja wohl nicht das, was du wohl allen empfohlen hast, oder? Das ist dann, genau, und genau, das war wichtig, weil das so hat sich der Tag und der Moment ganz, ganz, also so hat sich, und viele haben das heute, so hat sich der, wirklich das SIPT, und das ist ständig da, das SIPT, und es erschafft tausend Multirealitäten, wo das Ganze immer wieder passiert. Und das Ganze, ja, und dann eben die Kombination, das stimmt schon, und dann auch im Klang. Ja, genau, das lassen wir jetzt erstmal wirken. Du bist noch im Raum, ne? Ich bin noch im Raum. Ja. Und dann ging es richtig los von, boah, ja, und es ist jetzt und es ist heute. Und braucht man gleich gar nichts mehr, sonst was. Und die allergrößte Freude ist ausgebrochen, dass das jetzt endlich und wunderschönst und ich war in einer, ja, auch die Wärme, die mein Körper und die Meterschicht um mich produziert hat, war irre, irre krass und ich habe wirklich alle Sacred Geometry Formen durch mich durch und das Mandala und die so, so stark und ich habe gespürt, dass Hunderttausende da jetzt sind und dass wir es und wie wir jetzt, wie es nur diese, wann dieser Klack und dieser Synchronisationsstrahl, dass das und auch so von, ja, die anderen sind jetzt schon in der Nacht und jetzt gehen die Nacht und dann mag die Nacht kommen, die einfach nicht mehr aufhört, dass, wo wirklich dieser Raum geformt wird und auch mit der Zunge dann Richtung Zirbeldrüse, Ra, das Zentren aller Zentren. Und klingeln, dass es überall gar ausschüttet. Das, genau das, ja. Wunderschön. Ja, ja. Und dann Reinigung, Körperreinigung, total toll, was alles, wie
wie der Körper alles an die Oberflächen und ja, du umnetzt und ummantelst sie. Was ich für Tiefe mit meinen Kindern, mit Max, mit. Boah, und dann war klar, genauso wie sich in meinem Mund die flüssig gesammelt haben und auch über den Darm, was ich so, du benetzt und deine Essenz und das ist und dann wünscht er, dass gerade dahin oder dorthin und nee, bleib, wo du, das wird sich dann erfüllen, wenn man wirklich nicht mehr mal Druck geht und noch was in der Matrix erledigen wollte, machen wollte oder daran teilnimmt. Es war so deutlich, es war, und es war so von, ja, das geht, also, boah. Hast du das Und auch du Urmandala kannst, gesehen? sorry, Das Urmandala? erzähl doch. Hast du das Urmandala gesehen? Ja. Erzähl du weiter. Ja, das braucht keine Säule, um sich zu. Alles gut. Und es ist auch viel Schmerz durchgefahren und was alles auch gerade. Einer der Bienenkästen unten heute geschaut, der sollte eigentlich fragen, dass man mir diesen Imkeramtanzug wieder bringt. Den müssen wir morgen unbedingt Platz machen, eigentlich. So von. Und dann aber auch wieder, es ist okay, es ist alles. Bleib jetzt bewusst, also es. Dieses ganze Vergehen und wie es. Und brauche ja nur weiterfühlen, wie es in den Mägen der Menschen, wie wir. Da war dieses Bild von Kindern in Afrika, die in die Ferne der Serengeti schauen und dann wisst ihr, dass man die Kinder in Europa zwingt, den ganzen Tag in Klassenzimmern zu sitzen und dass man sie vollstopft mit giftiger Nahrung. Und wir sollten eine Spendenaktion für sie aufrufen. Das für die Kinder in Europa, die da, ja. Und der andere Witz war auch mit den Zahlen, so von 20 Klarträume sind noch zu bezahlen, sind 888 Euro, kommt alles rein, pipapo, und dann so von, ah ja, es ist ja aber auch schon bezahlt, ist ja auch nur wieder das, und dann Zahlen, es sei halt dir klar, Geld sind nur Zahlen, nicht mehr, es ist einfach nur eine Zahl. Und dann, ja, dann lass sie doch sein, also von. Voll und heute ist die 11. Heute ist so stark die 11 und drum auch der Salbe-Reißverschluss und hier ist echt ja. Und du hast dann, boah ja, und was dann auch war von, ja, der größte Satz kommt jetzt noch, ne? Ja, ob das denn wirklich fragt sich dann. Ob man, und wir inkarnieren hier immer wieder, bis wir das Glück gelöst haben. Und das war dann kurz der Gedanke, Bilsenkraut nach Schatte. Und dann konnte ich das, und dann praktisch, was das heißt, ein paar von den Samen und in diesem Wahnsinns praktisch dran zu, nee, das machst du so von auch die Pflanze anschauen. Nee, das machst nicht, aber ich konnte es herrufen, was das heißt für all die Seelen. Daran zu sich vergiften und dann wir so kommen und ja, das ist das klingelndste etwas ist wir befinden uns alle im Hades, in Luzifers Reich. Denn klar, wir sind ja gestorben, das sind wir jetzt schon, wir sind ja schon tot. Und das ist alles, bis wir wirklich, und er ist der Lichtbringer. Und damit haben wir uns anzufreunden. Das ist alles die Erschaffung seiner Visionen, all die Geschichten.
Und da können wir sterben und sterben und kommen immer wieder dahin, oder wir ja jetzt durch wirklich auch Genau, das durchgehen. du Mit allen ja Konsequenzen. mit anfreunden, mit auch mit ja, das ist die 6 und dann machst plus 1, dann hast du die 7. Und das war, ja, das war, und dann auch so, es war total deutlich mitzusehen, was jetzt passieren wird, wenn man sich jetzt umbringen will, praktisch. Und dann stülpt sich das alles und so, aber es darf nicht sein, dass da was übrig bleibt, dass du die Welt nicht mitnimmst, dass es diese Realität einfach noch gibt, die dann hinterherkehren müssen von dir. Okay, ja. Das kriegen wir, das kriegen wir hin. Nancy sitzt neben mir und nickt und ihr kullern die Tränen manchmal und ist ganz gerührt. Wir haben keinen Eier gemacht und sind in den Liebesraum einfach ganz still gewesen die ganze Zeit und haben das Mandala geformt. Das liegt uns gerade ganz, ganz nah miteinander. Waren wir im Eier? Wir waren im Eier, sagt Nancy, wir waren drin. Ja, richtig. Ja. Das ist so. Aber das Schönste war diese Freudeswelle. Diese Freudeswelle und alle. Und ja, jetzt. Die ging richtig. Boah. Das wirklich. Oh ja. Ja. Und dann bin ich raus und dann habe ich gesungen und das war so ein schönes Singen. Und dieses. Ja, von Nancy auch so, warum eigentlich? Und warum, was machen wir eigentlich? Das ist alles so wahr. Es gibt nichts zu tun. Ja, und was wollte ich auch noch mitgeben? Von Stülpen zu Schlüpfen. Zu, genau. Und Stülpen schlüpfen und schwärmen. Das ist das, und genau, Obertöne und Obertöne, das ist wirklich die Konzentration an dem Tee, die man dann in sich hat und die dann aus den Obertönen wieder Obertöne und wieder Obertöne und da geht's dann so richtig ab und da wirst dann wirklich zerteilt und es schwingt in, das ist das aller, ja. Und wir sind dieses wirklich der ganze Kosmos, das soll ja auch so stark Gegenstand sein. Der andere schreibt, dass er die Schale und immer wieder die Schale vor seinem Fenster, ne, ist diese Schale und schaut da raus. Und das ist das, was dich Salvia so stark, dass alles um dich herum, dass du das alles bist. Und so können wir es wirklich stülpen und mitnehmen und auch so von die Hände vor die Sonne halten und diese kosmischen Körper, die. Ja, all das ist ein Mandala-Kunstwerk seinesgleichen und das wird jetzt dann bald mehr wirklich einfach nur. Aber ja, es braucht dafür, das ist, was Terence McKenna auch schon gesagt hat, ne, praktisch diesen Anfangskick, diese Aktivierungsenergien und wenn du die dann hast, dann springen deine Inneren das alles an. Und dann kannst du drauf aufnetzen. Und genau, wenn es jetzt noch. Schau mal, was jetzt noch heute Nacht dann ist so von, ja, mach noch ein bisschen und mach wieder. Es sind immer ein paar Stunden, wo das unglaublich toll gehalten werden kann. Aber ich schicke euch davon auf jeden Fall, dass das ihr das auch erleben und erfüllen könnt, weil es einfach. Boah.
Und es ist auch so von, wenn den Körper jetzt so reinzukriegen, von, ist auch echt so vom Essen her, so von, ah, Honig ist echt das, was geht, weil das keinen Ballaststoff hat, weil das nichts hat, wo du dann nochmal das lässt. Und alles, was aber noch drum ist, drum auch die Flüssigtarier, die sich dann alles nur überflüssig machen. Das ist, wenn dann der Moment kommt, dann gibt es da nichts mehr, was innen wie außen. Wobei es nicht wertend in eine Richtung sein soll, aber ich merke es wie, und ich bin dann auch dankbar, wie es einen da wirklich auf das höchst schwingende Niveau bringt und ja, man nur noch die paar wenigen Essenzen, Öle. Manuka-Honig, oh ja, unbedingt auch so von. Nimm da das Geld und kauf dir den und der hält dann eh den Rest deines Lebens. Und wie lange der jetzt da im Ding stand, das ist ober, das ist, ja, das enthält dieses Urmandala, ja. Von auch die, wie golden der leuchtet. Und das ging mir schon vor einem Jahr so, wo ich das einfach nur im Mund, ich war auf deren Planeten, ich war komplett im Manuka-Universum. Also das, ja, das ist das. Und dann habe ich heute einen Zitronensaft von der ganzen Zitrone, das war auch so herrlich, weil es Sonne, pure Sonne ist, die du aufnimmst und von dieser Steinspinnennetz Schmiri muss ich euch auch noch verschicken. Das ist so, so geil, weil das. Das kann man nur mit einem Messer, das kannst du vergessen, mit irgendwas anderem, das kannst du nicht greifen, das muss was Spitzes sein, daran bleibt es kleben und dann kannst du das Messer drehen und drehen und drehen und drehen und endlos zieht der Spaghettifäden, die dünner als Haare und violett-blau wundergeilst leuchten. Und genauso, und es wird unendlich Fäden spannen. Das muss ich ihn fragen, wie es heißt, ja. Das ist das aber nicht mit den Fäden, oder? Weiß nicht, das könnte sogar sein. Da hat der Harald Kautz-Weller sehr viel drüber referiert und gemacht. Das klang Doch, das kommt mächtig hin, weil der Name. gespenstisch. Das muss so heißen. Gu, weil es eben die Fäden spannt und schwarz ist, ist ja. Ja. Okay. Das klang sehr gespenstisch, als wir davon gehört hatten, die ersten Male. Ja, wieso mach ja den Deckel nicht auf, dann befällt es dich. Ja, das ist aber was an. Das hat der Fred auch davon erzählt, aber ich glaube, das ist es nicht, weil das ist auf jeden Fall sowas wie die unendlich schönsten filigranen Spinnenweben. Und die sind mindestens zwölfdimensional, so sie sind. Das ist, und es gibt keinen, macht es nicht sonst. Das darf es nicht sein, dass irgendwas hier ist ach du Scheiße, das hast was kaputt gemacht. Und da gibt es dann nie mehr einen zurück, weil es kann es ja nicht sein. Was kann im schlimmsten Fall passieren? Tot sind wir schon. Dreimal die Woche gestorben. Ja. Ich habe vorhin gedacht, wir sollten ein Reisebüro aufmachen. Was du Was, alles? Büro? Ein intergalaktisches Reisebüro. Ja. Tickets für den Trip deines Lebens. Ja. Du brauchst gar nicht wegzufahren. Das ist alles. Kannst du alles holen vor Ort. Ja, das wird jetzt alles so massiv. Das, was der Freak gesagt hat, es kommen hunderte Schamanen letztes Jahr nach Deutschland und erfüllen sich und habe ja eben auch schon die Anfrage von einem Jopo-Schamanen. Und die Jurte wird am Samstag aufgestellt und die drei Würzburger kommen zum Helfen und es ist alles zu Hause auf. Das ist wirklich, ja, vielleicht müssen es noch mehr wirklich erleben, diesen Zustand, von dem ich schwärme, bevor es passieren darf.
Das ist wirklich der einzige Grund, weil das ist heute noch nicht so von, weil es einfach und der will dann auch überall. Ja, und wie viele sich das jetzt wünschen, das ist wirklich. Und auch der, von dem ich das englische Zitat, boah, der hat 100 plus Salvia-Erfahrungen. Und der war 5 Jahre im Gefängnis. Eben wegen seiner Liebe zu diesen Dingen. Und ja, jetzt ist er praktisch leicht in einem Loch, wo er Hass und dergleichen ablegt und hat nur einmal in seinem Leben mit Eier und wünscht sich jetzt auch sehr, sehr stark wieder und dass er auch wird halt noch aber ganz, ganz, ganz starke Verbindung da und wie mir das dann wehgetan hat von hab noch sehr selten jemanden mitbekommen, der für diese Erweckungsarbeit halt echt ins Gefängnis musste. Und da leidet man dann auch mit. Ja. Und aber bei mir umso stärker von nee, 100% und ich google auch, was ich will und das geht in jedem Fall gut. Und mache jetzt auch so viel, Fried hat ja auch schon gesagt, für die zweite Auflage die Bilder so von no risk, no fun. Muss ich mich jetzt nicht stressen, dass ich von José Arguelles die Bildrechte kriege, was eh klar ist. Von platziere es einfach und ja. Lass uns doch mal dieser, weiß nicht, Ayahuasca International.es ist das die, ich habe das auf Facebook geliked oder ne, kriegt die abonniert. Die machen überall in Deutschland und quer durch Europa machen die Retreats. In Berlin, in Köln und sonst wo, legal. Das müssen wir irgendwie mal rausfinden. Wie das geht. Vielleicht, weil die aus Spanien sind und hier nicht greifbar sind. Das kann sein, oder gar nicht drüber kümmern, sondern einfach stellen. Das ist ja das Geile, dass das total easy durchgeht überall und jeder, der wo es anfängt, der ist Re Retreat, der muss nirgendwo hinfahren. Das ist wirklich auch so von, sobald du Schamanin bist, du musst nie mehr deinen Ort, du reist ja hyperdimensional, du bist ja Weltraum. So von, das merke ich auch so von noch, so von ja, das Jahr und Rainbows und Reisen und sonst was. Nee, eigentlich werde ich die ganze Zeit hier sein. Und unbedingt, wenn dann in den Wochen in Regensburg sowas von Kinder auffüllen, boah, ich dreist jetzt schon vor, es ist kaum auszuhalten und ja, Max ist das Einzige, was echt auf lange, lange, ja. Aber das ist, ja, wenn ich da, das ist sowas von möglich, sich zu teleportieren und da durchzuswitchen. Du wirst Oberton und das eben, das, da darf da nichts mehr an dir kleben und noch rumschieben, sondern da ist alles in dir reine, reine Schwingung. Du kodierst alles da rein. Und dann flupp, bist du woanders wieder da. Aber es ist halt so von, ja, für was? Für Riesenaufwand, Riesenkonzentration. Von mit dem gleichen Aufwand kann man doch bitte gleich mal alles stülpen. Ja. Und die Bäume, wenn ich dann, ja, da gehe ich hoch und umarme sie, diese riesen, riesen Buchen. Und dann, um sie zu umarmen, brauche ich meine Kinder, die ich mir vorstelle, zu dritt schaffen muss. Es ist so stark und die eine, die Salvia-Buche, die praktisch zweigabelt und wieder zweigabelt und wieder zweigabelt und so ungefähr schon 100 Jahre, 120.000 Jahre dasteht, die ist auch richtig, richtig. Und die bitte ich dann, dass alles, was da passiert, dass sie das verstärkt und als Antenne. Ja. So schön. Ja.
Ja, und wirklich, das, mein Nancy, das ist, ich freue mich so drauf, weil es wird passieren, dass es dich so wieder ins Licht und in die Freude und in die Liebe holt und all das wieder installiert. Dafür ist es, daraus kommt es alles, dass du gerade mal eben die Emotionen und dass du all diesen Scheiß auch mit dann wirklich verstehst und dass es wieder auffüllen kann, weil es ja weil alles aus Frequenz. Das, was diese Löcher, die sich da reißt. Ja. Tränen. Ja, vielleicht brauchen wir noch ein bisschen länger. Das ist der große, das ist schon. Also heute war echt so fett. Ja, jetzt gibt und dann so perfekt. So von, ach du Scheiße, so von, das wolltest du jetzt gar nicht und so. Ja, es gibt gerade keinen Mond, das ist ja schon mal. Und das hat sich so als Klang verankert. Die schwarzen Steine sind von allein in den Mond geflogen. Bei uns ganz gewaltig. Heute Morgen, ja. Heute Morgen, das mit dem Mond. Ja. Und das ist auch ein bisschen auch bei allen geflogen. Ich habe das gesehen. Es hat einer angefangen, aus seinem Herz diesen schwarzen Stein rauszureißen und ein Stück einfach in die Luft halten. Und dann hat es das zu dieser Mondmatrix zurückgezogen. Und zwar alle gleichzeitig und in jeder Zelle und allem. Ja, die sind fraktal in jeder Zelle und es wird gleichzeitig überall rausgezogen. Genau. Das war auch, wo du das mit dem schwarzen Stein gesagt hast. Ich habe gestern den schwarzen Stein an dem Buchen eingesammelt, der da lag. Und mir aufgefallen ist und ja, der ist jetzt auch hier. Das war genau das, was. Dafür gibt es das, dass sie das sammeln, aber die müssen nicht in uns. Vor allem müssen die nicht in unserem Zentrum sein. Das überhaupt Ja. nicht. Da ist was anderes Genau. gedacht. Die Zentralsonne. Wir haben ja auch ganz viele schwarze Steine, schwarze Feuersteine. Vielleicht ist das ja auch sowas. Ja, ich bin hier umgeben von den vielen Zessitsteinen. Oh, ja, Steine sind eh so herrlich und man kann dann halt ins komplette, von du musst die auch gar nicht sammeln und alle bei dir haben, weil du kannst dann in alle Steine surfen und dich mal eben dein Bewusstsein da ablegen und oh. In dem Moment, wo du um die Verbindung von allem, was ist, weißt, kannst du auch, ja, verschenken, ohne zu verlieren. Und Steine in den Mond schicken, sodass alle gleichzeitig auf der Welt reingehen. Verbindung macht es möglich. Connection. Legst du noch mal nach? Gute Frage. Ich war halt auch dann das andere, also erstmal war auch lange Augen zulassen und ab jetzt machst du die Augen und ich konnte dann auch mit geschlossenen Augen halt den ganzen Raum sehen und alles. Und irgendwann war es dann doch und auch okay. Und das andere Mal war ich dann direkt vor dem Sanskrit Mandala und habe da dann, du kannst es ja auch alles vergessen, was bei mir kraucht. Das war echt alles Dreck im Vergleich zu dem, wie ich es jetzt mache. Echt sorry für, man lernt. Das ist auch jetzt so weil ich halt echt nur die reinen Kristalle verwende. Und da ist es, und da muss man dann auch nicht 20 Mal ziehen, bis es endlich, sondern da hört schon. Und ich war direkt gegenüber von dem,
richtig, richtig stark. Nur irgendwann, also da hat es wirklich auch alles und deine Hände, also die ganzen Formen, das findet sich überall. Irgendwann hat sich dann da gewünscht, dass ich das so eine für immer Position einnehmen kann. Ja, und daraus eigentlich der reine Telepathieraum, aus dem alles erschaffen wird. Das ist sowas von Geld zu Urzustand. Ja, vielleicht muss das jetzt echt indem wir möglichst viel noch erfahren und die Traumwelten, in die Klartraumwelten noch tausendfach einziehen und dann schüttelt sich das dann das wird sich sowas sind schon genau richtig, wir müssen machen. Wir haben gerade im Internet was gelesen von einer Hypnosetherapeutin, einer sehr bekannten, und die hat geschrieben, dass all ihre Klienten von einem Aufstieg oder einem Event geredet haben. Die behandelt diese Menschen, um sie zu heilen und geht mit denen in ihr höheres Selbst. Und alle haben seit einem Jahr von einem Aufstieg gesprochen, der uns begegnet, der gesamten Menschheit. Und also fast alle sind in die Zeitspanne von erstes Quartal 2018 gekommen. Ja, deswegen haben wir schon 2018, ne? Ja. Ja, seit das 11. Es ist so erstaunlich, dass das Menschen einfach begegnet, die nur wegen einer eigenen Heilung zu einer Hypnosetherapeutin gehen, und die Hypnosetherapeutin sammelt einfach die ganzen Daten und dann kommt das dabei raus, und zwar in so gehäufter Menge. Ja, weil es ja letztendlich deine Erfüllung ansagt. Wann in deinem Universum auch so die Bücher, die du aufschlägst, das, was da drin steht, das Programm, das ist nicht, was der geschrieben hat, sondern das, was dich erreichen soll. Und so ordnet sich alles so an. So von, das war auch von Salvia so stark die Erkenntnis, wie die Worte erschaffen, wie, dass das alles nur. Ja, das ist so heftig wiederzugeben, aber ja. Und da ich denke, das ist auch noch ja, das wäre schon auch noch weil wir durch das Nadelöhr, das ist das ultimative, auch wenn du es in, das ist mal jedes Mal so gegangen, so von, ah, nee, das wollte, also das ist so ein krasses, von, ach, das ist wieder, aber das Coole ist, ich kann alles darin erinnern, also, es ist jetzt nicht mehr, dass ich mir noch einen Zettel schreiben muss oder sonst was, sondern es lässt alles zu. Dann Symphonie, ja, und ich denke schon, dass ich noch einmal die Pforte öffne und dann. Ja, es sind so starke. Das ist schon richtig geil, diese Tage, wo alle mal out of Alltag gehoben sind und. Hab dann auch in Facebook die Veranstaltung in 92.000, eben an dieser Mond, sonst was so von Fett. Das ist richtig. Aber am Schluss waren es auch wieder Zahlen in unserem Kopf, die uns helfen, dass wir jetzt uns dafür entscheiden, dass wir ja möglichst synchron wirklich dieses Mandala spinnen. Und die 100, die Blumen, die alle uns dran erinnern, wie Mandala geht. Oh ja. Kuss, Kuss, ich wünsche euch was und dann hören wir bald wieder voneinander.
ja, mitten in der Nacht. So läuft es jetzt öfter mal, dass ich so eine Halbzeit habe, so um 2, 3. Es bestätigt mich vollstens. Das ist ein Durchbruch. Hat stattgefunden. Das ist jetzt zugänglich. Und zwar bei mir nachts plötzlich mit 5 Meo-DMT ausgestoßen. Ich denke, das ist das, was du auch als Urmandala dann bezeichnest. Okay, das ist eigentlich der Durchgang zu allem, aber. Und es bestätigt, und diese Welle, diese Oberfrequenzen, die dann so fein klingen, schwingen, dass sich alles auflöst, dass es abhebt. Genau das als Vision. Ich war nochmal Flashback drin und während der ersten Halbzeit der Nacht habe ich keine Träume. Da ist es so ein Wachruhen, so wie ein Tier, das ein Hund, der da liegt und der eigentlich da ist, jederzeit, aber und gleichzeitig im Gruppenbewusstsein. Und weil, ja, so von, wenn ich so in der Alltagsrealität bin, dann war schon erstmal so von, war das jetzt so, war, oder ja, so Facebook-Stream durch, immer noch alles beim Alten. Sollte ich lieber lassen, da viel zu schauen. Aber im Hyperraum und vor allem jetzt als Flash danach, das ist jetzt 7 Stunden her, dass ich in Meditation drin war und auch nicht mit Ayahuasca, sondern nur mit DMT. Da spielt es nach 1 Stunde wieder auf. Und jetzt war das nachts mehrfach und tief und jetzt, das ist, und es sagt, es soll. Wir sollen jetzt so oft wie es geht da reingehen. Da wird es, ja, und eben dass es jetzt freigeschalten ist. Das ist, was du sagst, dass wir jetzt, dass die Lichtarbeit jetzt alle Zugriff haben auf Ayahuasca, DMT. Viel, viel leichter. Und es sagt ganz deutlich, dass wenn du und noch ein paar so super ätherische, feinstoffliche Wesen jetzt in einen Zaubertopf fallen, was gerade bei mehreren ansteht, dann ist aber sowas geschehen um uns. Das ist nämlich einfach ein ja doch leicht biologischer Unterschied noch von wie die Zugänglichkeit ist von verschiedenen. Du hast da eine besondere Stufe, die schon dein Leben lang geht. Bei mir ist es immer so, dass es angetriggert werden muss, hier und da körpereigen kommt. Nachts jetzt fast immer körpereigen kommt. Aber ja, schon wir agieren auf unterschiedlichen Leveln. Aber ja, beim Paaren wird diese Erfahrung, Ayahuasca, und die wird in dem Jahr passieren, die noch nie in dem Leben mit irgendwelchen Substanzen zu tun hatten. Aber sie werden sich dafür entscheiden und das kombiniert mit dem, was da freigeschalten wurde, wird sowas von dazu führen, dass wir das, ja, das kommt wirklich dieser große Moment, wo es dann eben nicht mehr weitergeht wie vorher und wo die Geräusche um dich herum aufhören und die Welt um dich herum aufhört und abhebt und wir aus dem Oberton räumen. Erschaffen uns erstmal wieder zurückgehen ins, ja, diese, das Urmandala. Und es ist halt auch auffallend, dass jetzt seit kurzer Zeit, seit ich wirklich reine Frequenz bin, ich merke es abends dann auch, dass es richtig laut wird, das Pfeifen, das ist das eben, daran merke ich, dass eine Mindestmenge körpereigen DMT schon die ganze Zeit produziert wird. Und je eher ich dann Richtung Dunkelheit gehe und auch den ganzen Tag über, ich brauche keine Musik mehr. Das war's. Ich bin reine Schwingung. Ich habe früher eigentlich fast immer irgendwie wenigstens ein bisschen mit Musik laufen gehabt. Und jetzt ist das
die Frequenz ist sowas von erhöht worden. Nur noch genial, ja. Ja, das ist halt jetzt das ist einfach, dass uns die Werkzeuge jetzt gegeben wurden. Bei den Durchschnittsmenschen führt es so zu leichter Anhebung, was auch immer, oder wie jeder in seinem Film weitermachen will. Dass er das aber eben bei den Lichtarbeitern war, jetzt die große, große. Und eben, dass dieser Sollwirk hat. Da, von da ab fühlt sich so an, als ob ich alle mit in die Realität genommen hätte. Da waren Scheitelpunkte einfach an dem sich das, an was wir wirken, wirkt aber in alle Parallelrealitäten wieder durch. Das ist das, die werden sich auch vereinigen in dem großen Moment. Also keine Musik und keine, ist auch mit Rauchen hat halt echt auch nachhaltig aufgehört. So auch, und ja, Steine, das ist ja eigentlich auch schon fast so eine Sucht von uns, da ganz viele Steine, um uns anzuhäufen. Und die sind im Umkreis auch cool, aber wirklich, die müssen nicht mehr direkt am Körper sein, weil viele davon schwingen tiefer, als du jetzt schwingst. Da gibt es ein paar Ausnahmen. Ich kriege auch von dem Kristallkind so einen total tollen Wow-Stein. Und du spürst dann aber auch in der Hand, wenn du die anfasst, dann hast du schon eine DMT-Erfahrung. Das war bei mir, das zwei Kristallkinder haben mich besucht und was die für Steine und die andere auch das sibirische Zedernholz, aber ein ganz besonderes, das was ich habe, das ist nicht besonders stark, das ist irgendwie einfach so fast nur ein Holzstück, aber das was sie hatte, das, ja, das spürt man dann, also die Sachen, mit denen wir uns jetzt noch umgeben, die sind nur noch und durchgehend richtig, richtig hochfrequent. Und auch so von der Zustand, der wo da war, das, was passiert ist, da können wir jetzt immer wieder zurück und darauf aufbauen. Das war jetzt nachts, ich war komplett nochmal drin. Das ist nicht so von, boah, das war ja voll schön. Und das war nämlich so ernsthaft, diese Freudeswelle, die rumging, dass es jetzt losgeht, dass es fucking endlich geschafft ist, dass wir sowas von gar nichts mehr sonst was zu tun haben. Wir müssen schauen, dass ich das abschüttel, was noch so an Pseudo-Verpflichtungen ist, und dass man das so minimal wie nur irgendwie möglich hält, dass hier nicht noch mehr so viel Bienenvölker kommen und so viel zu tun ist, sondern dass wirklich all in, halt hier einfach allen Raum frei und geh da maximal rein. Und dann ist das mit erstes Quartal 2018 echt gut geschätzt, ja. Sag mal, ist schon die Frage, ob ich die Kambo noch, ich werde die schon machen. Das Reise und wieder Ding und von, wenn du immer von A nach B unterwegs bist, kann es nicht stattfinden. Aber ja, das ist schon gut, weil dann kommen die letzten Giftstoffe raus. Und dann kannst du reiner Klang. Und dann kannst du es erleben, wie es stattfindet. Und in dem Moment, wo du erlebst, wie es stattfindet, reißt du dein Zeitalter mit dir. Genau das, was man sagt, was mein Auftrag ist, ne? Gerade erst entdeckt und plupp. Nehmen wir mal alle mit. So machen wir das. Und du musst dann auch wirklich, das geht nicht jetzt darum, dass jeder das I Ching und den Maya-Kalender auswendig kann. Das ist wichtig, weil die kritische Masse von uns kann ja all das. Wir teilen uns das Wissen. Aber jeder, der reingeht, muss eigentlich nur Gefäß sein. Und das passieren lassen. Und das passieren lassen, was auch dann mit dir passiert in deinem Leben an Anweisungen und an Änderungen und wie du dich, was du noch isst, was du aufnimmst, mit wem du zu tun hast. Und so sorgen wir dafür, dass eine kritische Masse auf einem gewissen Frequenzniveau, und es gibt halt wirklich die wo es absolut durchbrechen, die allerhöchste Feinfrequenzschwingung schaffen und wirklich rein ist. Und das geht mit
quasi reinen Lichtmenschen oder wenn du, wenn du halt dann in den Zustand gehst und so ein paar Tage wenigstens wirklich auf absolut low, also praktisch fast gar nichts gegessen, dann das macht einfach noch so die das macht noch so die letzten 10% aus, die einfach drin sind. Und bei mir schwankt es schon auch ein bisschen. Aber wenn ich dann merke, es kommt ein Auftrag rein, dann halte ich mich schon echt gut auch dran. Da den Körper und es hilft ja dann auch, dass es das wieder entreinigt, was dann spart sie das auch wieder. Und dann können wir es uns jetzt ja einrichten, dass wir mal praktisch zeremonielle Wochen einlegen. Das war auch klar, dass es so sein muss, dass es nicht so ein Reinstolpern, und so kriegen wir die höchste Synchronizität hin, wenn wir alle jetzt einfach quasi 100% nichts anderes mehr als wichtig empfinden und nichts anderes mehr tun. Also das, klar, abgesehen von den, weil jeder hat irgendwelche Kleinkram-Sachen, die man noch zu erledigen hat. Und wenn es nur ist, dass du aufstehen musst und aufs Klo musst, das ist ja auch noch eine Sucht, die wir später ablegen werden. Irgendjemand muss immer mal gerade, aber so funktionieren jetzt ja eben im Schwarm, dass ein anderer das dann wieder. Ja, das ist so schön zu spüren, dass das, was wir da erlebt haben, und deutlichst. Und das ist nur immer, wenn wieder ein bisschen Abstand ist, dann kannst du das nur noch in irgendwelchen dritter Wahlwörtern wiedergeben. Und in dem Moment ist es so klar, dass aber sehr, sehr genial, dass das. Ja, und wenn du die Augen zulässt, dann passiert das nämlich immer mehr, dass man davor schon, das ist auch was Dagur sagt, wenn du die Augen zumachst, dann ist die Realität weg, ne? Dann, und das passiert jetzt immer mehr, und dann wirklich lange in diesem Zustand, der nicht aktiv, ja, es wird wohl auch gehen, ja, das ist schon wichtig, ne? Da bist du versteinert, da bist du zu. Und es gibt ungefähr, ich spüre einen 1-Meter-Radius, ich kann den auf 3 Metern ausdehnen, wo alles um mich herum schwimmt. Wo das nicht mehr. Und ich sehe das und spüre das. Und du kannst diesen, und das ist schon ein fetter Radius. Und ich kann dann mal an Sonnensystem denken und da und da und dort. Aber dieser Radius, in dem die Realität undefiniert ist, indem das reine Schwingung um dich wird, da ist wirklich dieser 3D-Raum nicht mehr da. Den zu halten, zu atmen. Ah ja, und mit dem Atmen, dass ich eigentlich so am liebsten in versteinerten Zuständen nur ganz leicht atme, fast überhaupt keine Atembewegung, weil der so stark aller Raum um dich formt, wenn du nicht bewegst. Und dann zwischendurch kommt halt so ein Schnauferer, weil man irgendwie wieder Luft holt, und dann ist der Zustand halt so leicht gestört, und dann fängt es wieder an, dann kommt wie wieder so ein Schnauferer. Und das ist aber eine Kombination, und zwischendurch gibt es auch Anweisungen, dass ich mich gerade hinlege, dass ich die Prana-Atmung mache, weil in dieser Atmung die Erschaffung, der komplette Schöpfer drin steckt. Nur es verhindert auch wieder diese Metafrequenz-Oberschwingungen, die eben nur zustande kommen, weil dein Körper gerade mal praktisch nicht atmet, nichts macht, einfach nur reiner Geist ist. Das, das ist wirklich beides. Das ist was da sehr hilfreich ist, genauso wie die mehr merkbar und die nicht mehr merkbar. Ich mag's sehr, sehr die meiste Zeit einfach nur fluider Biofilm zu sein und das durchweben und wagen und spinnen und formen, zu formen und halt wirklich immer wieder der Fokus auf leere Geist, Mittelsäule wie im Tolkien, die 4-4-4-1, die da von oben nach unten durchläuft, und dann bist du halt sehr, sehr nützlich für den Schwarm. Dass du dann mit deinen Gedanken halt möglichst wenig Querimpulse lieferst, die einfach die Obertöne verhindern. Das haben wir inzwischen wirklich gut drauf. Und dann ist jetzt irgendwie echt immer so der erste Teil der Nacht, dieser klar,
Klar, wach DMT-Ruhezustand und zweiter Teil der Nacht in der Früh, wenn ich mag, wenn muss nicht sein, kann ich mich halt noch hinlegen, dann habe ich Klarträume. Also ich habe es quasi auch fast immer Klarträume, oder ich kann es extrem gut erinnern. Und ich merke, dass ich da noch heute abziehen wollen. Der Traum letzte Nacht war nicht so geil. Das war, und das war echt auch erst seitdem ich das Lucifer-Thema aus den Karten geholt habe. Früher hätte ich ja gesagt, so, ja, den Teufel gibt es nicht, ist nur ein Glaubensbild. Und es ist auch total überholt, denn so zu nennen, das ist ein altes, drum wirklich die Arcturus-Bücher, ganz wichtig, weil, um da auf die Urbedeutung der Namen und was wir eigentlich sind und wie das alles zusammenhängt, hinzukommen. Aber ja, ich war in, ja, das war definitiv eine seiner Gestalten und ich war in seinem Reich, oder was dann die Auflösung war, war, dass das hat mich ins Wasser geworfen und ich bin und aber ich hatte die gleichen Fähigkeiten. Ich bin nicht ertrunken. Ich konnte unter Wasser atmen. Ich konnte mich schneller bewegen unter Wasser als du normal mit einem Wasserdruck. Und er hat mir einfach nur gezeigt, wie er einfach nur die Bilder durchschalten kann, ohne Wertung. Und die sind halt einfach jetzt mal auch passiert. Das ist genauso wie wenn du traumatische Erinnerungen hast. Die sind da. Ja, dann, das ist, dass wir die einfach stehen lassen. Denn die werden sich in dieser höheren Frequenz harmonisieren. Das ist nämlich immer Arcturus auch das Tolle, weil sein Auftrag ist es auch, eine Disharmonie innerhalb der Harmonie herzustellen, um ja, wirklich wieder, das ist das auch Lichtbringer. Man muss dir das Licht bringen, wenn du es noch nicht hast. Ja, dann war man halt mal aus der Spur. Und irgendwie auf irgendjemand muss man es ja schieben. Also, und das ist auch wirklich nur ein Name. Und der Name ist erfüllt von. Es ist eigentlich auch kein Er und kein Sie, sondern es ist ja, Geschlechter gibt es in der sechsten Dimension nicht mehr. Aber eben weil wir die. Ja, weil wir sobald wir die fünfte haben, können wir ja gleich hier die siebte, die achte und so weiter. Und damit haben wir die sechste Dimension. Lucifer ist wohl ein sechsdimensionales Wesen. Und wie haben wir es? Und wie haben wir es besiegt? Es gibt kein Besiegen, sondern ein Verbünden nur. Ein, ja, du bist ein Teil von, du bist sogar wir. Du bist, ach, ich bin ja ganz du. Denn wir alle sind gestorben schon mal. Sonst wären wir jetzt nicht hier. Und was ist passiert? Wir sind wieder inkarniert in da, was noch nicht abgeschlossen ist. Aber das ist, da kommt wohl auch das, was passiert nach dem Tod. Du baust dir die Welt wieder auf, in der dein Bewusstsein noch was zu lernen hat. Und man hatte das, ja, Hades genannt. Und das ist einfach dieser Spiegelakkord zum Schöpfungsakkord. C, D, Gis, und C, nee, C, G, Fis, glaube ich, und H, D, H-A, das. H, das. Und das andere dazu. Das sind wirklich die beiden Seiten der Medaille. Nur wenn wir es durchdringen, dann ist es nicht so, dass wir das Blatt wenden im Sinne von, dann sind wir halt auf der anderen Seite von der 2, sondern wir haben es dann wirklich geschafft, die 2 und die 3 auch hinter uns zu lassen und in die höheren Sacred Geometry Formen zu wechseln. Und die sind ganz, ganz deutlich installiert. Das war noch nie so stark, dass ich diese ganzen Mandala, diese ganzen, all die Bilder von alle platonischen Körper, ich war die. Die habe die noch nie so deutlich gesehen, als während dieser Mondfinsternis, dass ich rein diese Formen war und ausstrahlen konnte. Da gab's, vielleicht ist wirklich einer dieser Schlüsseldinge, dass du da diesen Stein entfernt hast, also unserem Herztorus, dass das vordere und hintere Herzchakra jetzt saubere Muster formen können einfach. Da waren Stördinger drin, und auch wenn du sagst, dass jetzt die Mikro, dass jetzt Implantate in unseren Körpern abgebaut werden.
Oh ja, da ist die Kambo dann echt fett und gut. Und ich habe überlegt, mir schon ein Terrarium zu holen und den Frosch auch. Oder vielleicht werde ich dann echt, wahrscheinlich werde ich das danach dann auch noch als Ultratipp an alle Lichtarbeiter weitergeben, diese Kambo mal zu machen, weil die holt dann Sachen raus, in deinem Blut schwimmen Stoffe, die kann der Körper nicht so leicht abbauen. Die ist, sagt man dann teilweise, dass wenn du tief, tief, tief in DMT bist, also Oberton auf Oberton, dann hast du unter Umständen die Möglichkeit, dass du Sachen abbaust, die körperlich nicht, oder auch Sachen in deinem Körper erschaffst, die sonst der Körper niemals körpereigen produzieren könnte, laut Stand der sonst was. Wir können alles in unseren Körpern produzieren, wirklich. Aber ausnahmslos, also können wir auch alles abbauen. Nur du musst dafür enorm hohe Obertonfrequenzen erreichen. Und das kann schon sein, dass sowas wie die Kambo, wodurch dich alle Tierschwärme, die es gibt, und Blut auf 10.000-fache Menge, auf eine Geschwindigkeit hochgefahren wird, dass du meinst, es zerreißt alles, aber es kann ja nur gut gehen. Das ist wohl wichtig, da die Träger noch mitzunehmen, dass wir, weil die, wo es auslösen, die sind in dem, die leben schon da auf der anderen Seite, das merke ich auch so stark. Von ich bin eigentlich schon in der anderen Realität, und wo ich hier immer wieder ankomme, ist nur noch so ein alter Traum, der noch, jetzt dann, wo wir jetzt dann wirklich bald alle aufwachen. Jawohl, dann gehe ich jetzt in die zweite, in die Traumrunde. Bis bald.